Herzlich willkommen zu einem neuen Tag in der Asia-Mod für 7 Days to Die. Die Lage ist ernst. Wie ihr seht, habe ich ein gebrochenes Bein und das auch noch über einen ganzen Tag lang. Und ich habe auch noch, was ist das? Angeschlagenes Knie, behandelte Schürfwunde. Da kann ich nichts mehr machen. Das wird noch ein bisschen besser werden, dauert aber auch noch eine Viertelstunde. Das Problem ist, das Bein kostet mich jede Menge Gesundheit. Und ich könnte es nur mit einer Schiene oder einem Gips heilen. Und ich habe keinen Kleber. Und ich bräuchte für einen Kleber. Ich könnte Kleber machen, wenn ich einen Irori-Kochherd habe. Das habe ich aber noch nicht. Da war ich quasi gerade erst am Basteln. Oder eine Werkbank. Das habe ich aber auch nicht. Dafür bräuchte ich 100 Eisen und auch Kleber. Kleber ist im Moment das Problem. Nägel habe ich schon. Kleber habe ich nicht. Ich gucke sicherheitshalber nochmal nach. Und das Hauptproblem ist, ich darf nicht rennen. Wenn ich renne, dauert das Ganze noch viel länger. So, ich habe Nägel, ich habe Eisen, nee, allerdings nicht genug. Ich habe auch schon so einen Kochtopf gekauft beim Händler. Aber ich habe einfach keinen Kleber. Ohne den Kleber kann ich keine Schiene machen und ohne die Schiene kann ich nur im Schneckentempo laufen. Das andere Problem ist, heute ist Hordentag. Außer meine Rechnung ist falsch, das ist sie aber, glaube ich, nicht. Das heißt, was bräuchte ich denn für den Gips? Gips gibt es hier gar nicht. Das hieß nur so. Tja, Schiene. Also entweder ich finde irgendwo einen Kleber. Und dafür brauche ich auch noch Bambus. Bambus habe ich schon. Ja, das andere Problem ist, ich wollte eigentlich zu meiner Hordenbasis rüber. Das ist viel zu weit weg. Das kann ich in dem Tempo gar nicht laufen. Da holen mich die Zombies sofort ein. Ja, und mit der Gesundheit bin ich natürlich auch leichte Beute. Das heißt, ich werde versuchen. Und der Bär da drüben ist auch. Das ist ja super. Geh in die andere Richtung. Los, geh weg, geh weg. Okay. Ich weiß noch nicht, ob mein Bambus hier drin wächst. Das ist so ein Experiment. Das andere Problem ist, dass ich, um hier wieder hochzukommen, auf jeden Fall rennen muss. Ich werde jetzt versuchen, mal zum Haus gegenüber zu kommen, um mir anzugucken, was ich da machen müsste, um es für die Horde vorzubereiten. Also es wird keine Vorbereitung geben, sondern einfach um zu gucken, ob ich alle eventuellen Wege. Gott, das ist eine extrem langsame Folge. Hier, diese Tür hier ist überhaupt kein Sicherheitsfeature. Und womöglich sind die Zombies respawned. Das wäre natürlich richtig bitter. So. Hier ist nichts. Die Dinge, ich habe ich auch alle gesehen. Oh, ja, die sind auch. Die Münzstapel habe ich schon durchsucht. So. Diese Treppe sollte natürlich eigentlich weg. Die wegzuklopfen ist aber auch jenseits meiner Möglichkeiten. So. Und. Ja, wobei, das könnte ich versuchen. Es gibt noch die andere Seite. Ich gucke mal kurz, wie. Ja, 2.500. Das dauert ewig und ich bin hungrig. Gut, wenigstens was zu essen habe ich dabei. Das ist ja schon mal was. Auf der anderen Seite geht es auch noch mal nach oben. Das heißt, die Zombies könnten auch da hochrennen und sich durch die Mauer kloppen. Das hilft mir also auch nicht viel. Das heißt, ich muss ganz nach oben. Und tja, ganz nach oben. Das heißt für mich sehr viel hüpfen. Und ich hoffe, dass die Zombies da nicht raufkommen. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ich mache diesen einen hier mal weg. Nee, dauert auch zu lang. Ich check erstmal die Lage. Nee, das ist tatsächlich der einzige, die einzige Treppe.
Okay, ich dachte, hier geht's. Okay. Dann muss ich jetzt ein bisschen hacken. Weil dann müssen eigentlich nur diese zwei Blöcke weg. Und dann bin ich jetzt, ich sag mal, nicht safe, aber schon mal auf jeden Fall deutlich besser aufgestellt als vorher. Ich werde das ein bisschen zusammenschneiden. Ihr müsst euch das nicht in voller Länge angucken. Okay, diese drei Blöcke wegzuhauen hat reichlich Zeit gekostet. Und jetzt habe ich einen Zombie stehen. An dem ich nicht vorbeirennen kann. Oh, Schwein gehabt. Schwein gehabt. Ja, wobei, ich lasse offen. Ich bin sehr hungrig, sehr durstig, habe jetzt ewig auf diese Steine drauf geklopft. Das kommt mir echt so vor, als würde ich crouchen, aber das ist nicht der Fall. Oh je, da sind noch mehr. Ich versuche jetzt erstmal schnell was zu essen. Oh, der Bär, der Bär. Hier muss ich jetzt doch einmal springen. Ich nehme mal vorsichtshalber den Block weg. Okay. Ja, der andere Plan, den ich eigentlich hatte, war vielleicht noch einen kleinen Weg nach drüben zu bauen, damit ich so hin und her laufen kann. Was sein sollte. Aber der Bär macht mir da so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung. So, wie sieht es denn aus mit. Ich muss hier noch mein Wasser fertig kochen. So, wie sieht es denn mit Essen aus? Jawohl. Das ist ja schon mal was. Was sein sollte. Aber der Bär macht mir da so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung. So, wie sieht es denn aus mit. Ich muss hier noch mein Wasser fertig kochen. So, wie sieht es denn mit Essen aus? Jawohl. Das ist ja schon mal was. Also ich. Hab wenig Wahl. Außer zu hoffen, dass er drüben ist. Das klingt eher so, als würde ich hier vor der Tür stehen. Oh. Oh. Da. Ah. Noch schlimmer als erwartet. Der steht schon vor meiner Tür und nicht rennen. Ich glaube. Er und der Zombie kloppen sich jetzt mal. Das ist schon mal gut. Ich teste derweil, ob ich hier vielleicht noch eins weiter rausbauen kann. Hier sind die Dinger Bars. Holzgitterstäbe. Einer könnte noch gehen. Ich wünschte, ich hätte so ein Türmchen gebaut zwischendrin. Hier auf der Statue oder so. Dann könnte ich nämlich hier einfach rüberlaufen. Aber hey, das war der Plan. Das sollte irgendwann noch passieren. Aber ich glaube, so viele Pfeile, dass ich den hier platt machen kann, habe ich gar nicht. Aber den einen oder anderen Pfeil ist es mir auf jeden Fall wert, wenn er hier direkt unter mir steht. Okay. So.
Noch habe ich ein bisschen Zeit. Ich weiß noch nicht, wie viel. Moment, ich kann gerade nicht. Das macht ihn nur sauer. Drei. Vier. Ich glaube, er braucht mindestens 50 oder so. Fünf. Okay. So, jetzt ist natürlich die Frage, hält das, wenn ich hier rauslaufe? Okay, hält. Sechs und Schleichschadensbonus. Und einen verschenkt. Sieben. Kann ich schon wieder hungrig sein? Acht. Neun. Zehn. Elf. Nicht getroffen. Zwölf. Nicht so schnell. Was willst du denn? Wo gehst du denn hin? 13. 14. 15. Ich kann ihm leider nur in den Hintern schießen. 16.17. 18. 19. 20. Und erledigt. Oh, nicht rennen, nicht rennen, nicht rennen. Ich glaub's ja nicht. Na, dann schleiche ich mal nach draußen. Die Tür hat er ja vermutlich schon platt gemacht. Nee, nicht mal. Nicht mal. Okay. Ich habe nichts Vernünftiges, um ihn zu zerlegen. Also nehme ich, was ich habe. Mach es möglichst leise. So. Ui. Tragen. Tragen. Ich nehme alles mit. So. Was, ich bin überladen? Oh nein. Das ist ja verändern. Das geht leider nicht. Verändern. Das geht leider auch nicht. Kann ich das hier tragen? Okay. Zerlegen. Zerlegen. Holzbogen sieht vielversprechend aus. So. Es hilft ja nichts.
So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Und im Idealfall komme ich da jetzt direkt hin. Zwei. Drei, vier, fünf. Ist nicht ideal. Hat aber jetzt den Vorteil, dass ich hier drüben rein kann. So, und das heißt, ich könnte jetzt entweder hier, ich könnte noch ein paar Spikes aufstellen. Das ist schon mal das eine. Vielleicht einfach direkt hier so. Ja, ich muss auf jeden Fall noch mal runter. Verletzung hin, Verletzung her. So, ich komme hier einfach gar nicht mehr rein. So, wir machen das einfach so, machen wir das. Genau. Und dann wäre es wahrscheinlich schlau, ich würde hier nochmal eine Reihe Dingens wegkloppen, weil. Bloß nicht runterfallen. War wahrscheinlich nicht so schlau, das jetzt als erstes zu machen. Keine Ahnung, wie das laufen wird. Ich weiß auch nicht, ob ich die Tür nicht hätte noch zumachen können. Das kann ich aber von außen noch machen. Blöd ist, wenn ich jetzt hier anfange, das noch wegzukloppen, dann muss ich die ganze Treppe wegkloppen. Und das dauert mir definitiv zu lang. So. Wir machen das eher so. Ich mache, glaube ich, habe ja noch ein bisschen Holz. Ich mache das so. Okay. Also das sind so die niedrigsten Möglichkeiten der Verteidigung. Ah, ich komme hier auch nur. Ich bin schon wieder hungrig. So. Und der Vorteil ist, ich kann jetzt noch mal hier rüberlaufen, wenn das nicht zusammenbricht. Ich würde da gern eigentlich noch so einen Pflock rein, also so einen Pfosten machen. Und ich würde den Pfosten auch gern verstärken. Aber erstmal die wichtigsten Sachen hintereinander. So, jetzt können wir hier nochmal. Oh! Wie zum Henker? Heißt das? Ach, du Schande. Ich hatte hier keine Tatami-Matte gelegt, scheinbar. Und jetzt war ich ja mal zu viel weg. Nein! Oh, ich glaube, dass hier oben nur zwei gespawnt sind. Hatte ich hier nicht so einen Landclaim-Block gesetzt? Ich meine, ich habe ja. Eigentlich schon, wo ist denn meine Tatami-Matte? Das ist eine wichtige Frage, die ich dringend noch klären muss. Wo ist meine Tatami-Matte? Hatte ich die hier aufs Dach gelegt? Okay, ich darf ja eigentlich nicht springen, aber. Ich habe offensichtlich hier noch keine Tatami-Matte gelegt. So.
Ich habe leider auch kein Gras, das heißt, ich kann keine machen. Oh mein Gott. Echt jetzt? Das ist ja so richtig kritisch. Habe ich Gras? Bitte, bitte lass mich Gras haben. Ja, ich habe Gras. Garten. Tja. Also eigentlich dachte ich, ich hätte hier irgendwas gelegt. Offensichtlich aber nicht. Boah, meine Gesundheit ist voll runter. Hey, Moment, Moment. So, Rezepte. Tatami-Schlafmatte. Achso. Tatami-Schlafmatte. Mache ich jetzt einfach nochmal eine. Ich werde das andere zu Hause schon wiederfinden. Aber das ist ja hier. Wow. Ja, natürlich. Ja, wie war der Vorschlag aus den Kommentaren, den Bär Scotty McCoy zu nennen und sich von ihm nach Hause beamen lassen? Das wäre jetzt fast passiert. Hätte nicht viel gefehlt. So. Wieso habe ich denn 149 Dinge jetzt gerade in der Tasche? Okay. Tja. Oh, verdammt, ich muss mich ranhalten. So, als erstes lege ich mal die Tatami. Dann runter. Was zu essen mitnehmen? So, den Rest mal schnell halt. Ja, wäre vielleicht ganz gut. Den Steinspeer brauche ich erstmal nicht. Ah, ich habe Hunger eigentlich. Und meine Gesundheit ist super runter. Komm, eins noch. Eins noch. Ah, dann gehe ich rüber. Hier, den repariere ich mal. Und dann. Puh, das wäre ja fast in die Hose. Also es läuft ja wirklich alles schief, was man sich so vorstellen kann. Das ist echt beachtlich. Wenn ich jetzt noch irgendeinen Aufgang übersehen habe, dann bin ich verratzt. Es ging hier, glaube ich, noch ein Stockwerk höher. Aber da musste man irgendwie. Meine Gesundheit fängt an, sich zu erholen. Dann esse ich mal noch ein bisschen was. Mann, 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 die zweite Horde und so ein Chaos. Ah, noch 38 Minuten kaputte Füße. Hier, das sind 15 Gesundheit. Benutzen. Jetzt habe ich noch ein Seil. Ich da mal weit kommen. Ja gut, dafür habe ich den zweiten Bogen auch noch. Dann habe ich zur Not zwei Bögen, die ich. Das heißt aber auch, dass bei mir unten drin auch noch Zombies sind im Haus. Ich check mal noch kurz das da oben aus. Nicht, dass es dann nachher gleich Zombies regnet. Ne, hier ist gut. Ich glaube, hier kann ich einfach sitzen bleiben und gucken, was passiert. Wir schauen uns das mal an. Stockwerk tiefer geht ja auch immer noch.
Aber hey. Ich habe jetzt leider wenig Gelegenheiten, um auf die Zombies zu schießen. Ich will meinen Weg nach drüben nicht riskieren. Da werde ich mich also nicht draufstellen. Die Treppe ist so die einzige. Ist das nicht der Hammer? Machen wir mal einen Screenshot. Alles so schön gut hier. Und dann dürfte es auch schon fast so weit sein. Eieiei. Ja. Oh. Aber so schlimm wird es nicht sein. Es ist ja erst die zweite. Ich meine, wie schlimm kann die sein? Da. Da sehe ich was rennen. Ja, die sind jetzt natürlich dann alle unterm Dach. Nein, nicht den Baum. Nicht den schönen Baum. Okay, ich muss versuchen. Ich gehe noch mal eins tiefer. Muss ja hier eh noch mal ein paar Mal hüpfen, aber was soll's? Oh nein. Hier sind ja auch wieder Zombies gespawnt. Das ist ja bitter. Die muss weg. Okay, es war nur die eine. Ich habe vergessen, die Fackeln aufzustellen. Ich versuche wenigstens den einen oder anderen platt zu machen. Bevor sie hier irgendwie. Oh, das sind ganz schön viele. Könnte ich noch kurz hier. Okay, Licht klappt. Weiß gar nicht, wo ich zuerst hinschießen soll. Eine habe ich. Zwei. Okay. Wo kloppen sie denn rum? Weiß nicht genau. Ich glaube, sie wissen gar nicht so richtig, wo sie anfangen sollen, weil das hier alles ziemlich stabil ist. Ich versuche mich mal auf den einen zu konzentrieren. Ich werde sie nicht alle platt kriegen. Oh, ja, das ist genau das, wo die mich raus. Nein, die schöne Tür. Da ist auch noch einer. Ein Igel-Zombie. Jawohl. Wow, 600 Punkte. Ein Glück habe ich diesmal ein paar Pfeile. Nicht gut. Alles schon mal ein bisschen anpieken, damit, falls ihr aufeinander hüpft, ich ein bisschen weniger Schaden machen muss. Aber wenigstens komme ich so ein bisschen an sie ran. Okay. Jawohl! Sie kriegen mich hier nicht runter. Noch hält der Bogen. Da
hinten steht noch ein Sleeper, den interessiert das gar nicht. Oh Mann. Den piek ich mal nicht an. Ich muss sie auf jeden Fall klein kriegen, weil sonst habe ich viel zu viele Zombies am nächsten Morgen. Oh. Die springen da schon aufeinander. Ja, fast hätte mir die Sleeper das Genick gebrochen. Das wäre natürlich echt ungünstig gewesen. Aufpassen, dass ich nicht irgendwas übersehe. Hier kloppt auch noch einer. Und die Spikes haben genau 3 Sekunden gehalten. Ich glaube, die Entscheidung hier zu bleiben war echt gar nicht mal blöd. Na, geht ihr euch im Weg um? Okay, die Pfeile werden schnell weniger. Sollte ich noch kriegen. Na, wo seid ihr denn? Das gefällt mir gar nicht. Ah. Okay, wie sind sie alle außer Reichweite? Ich hoffe, sie kommen nicht aufs Dach. Ich bin nämlich, glaube ich, nicht schnell genug da. Ja. Morgen mal Pfeile einsammeln. Noch einen. Und da draußen einfach mal Pfeile in die Menge. Nicht so weit nach vorne lehnen. Oh, das, was machen die da kaputt? Und hilft ihnen das dabei, an mich ranzukommen? So, wie sieht das Dach hier aus? Das Dach sieht okay aus. Gut, gut, gut. Dann bleibe ich mal hier. Machen ganz schön viel Schaden. Das wird nicht ewig halten, dieses Gebäude. Aber noch einer. Hey, du hast schon so viele Pfeile im Kopf. Genau. Zwischendurch mach mal wieder auf den Tisch hüpfen. Schon einen ganzen Schwung Pfeile abgekriegt. Nicht hier an meinem. Ach komm, ich piek den auch gleich an. Dann habe ich wenigstens alle am Rennen. So, ich bräuchte ja noch einen Kandidaten für Pfeil. Nuch. 140 Pfeile habe ich noch. Solange der Bogen hält. Und der ist ein. Ich glaube, ich habe noch ein Seil zum Reparieren. Yay! Nochmal auf den Tisch.
Ich hoffe, ich kann ein paar von diesen verschossenen Pfeilen wieder einsammeln, sonst bin ich echt ohne Waffen dann. Oh, der war... ich weiß nicht genau, wo sie gerade sind. Das gefällt mir gar nicht. Nicht, dass diese Treppe plötzlich unter mir wegbricht. Ich glaube, dafür müsste eigentlich sehr viel passieren. Noch ein! Okay, das lässt sich ganz gut an. Nicht hüpfen, nicht hüpfen. Das mit der Fackel ist auch super gelaufen. Ja, irgendwie haben sie sich auch da hinten... Nee, 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 den Weg nach drüben, den will ich nicht riskieren. Aus dieser Ecke raus. Aber echt, was wirklich gut gelaufen ist, ist bisher wirklich eine Fackel aufgehängt. Und die macht voll das Licht. Zu spät. Ich glaube, sie haben einfach beschlossen, die rechte Häuserecke abzureißen. Ich hoffe einfach mal, dass sie lang genug hält. Beweg mich mal irgendwie. Vielleicht bewegen sich die Zombies dann auch nochmal. Boah, fast hätte mich der Sleeper erlegt. So, ich bin schon wieder hungrig. Meine Gesundheit sieht schon ein bisschen besser aus, weil glücklicherweise selbst mit dem gebrochenen Bein es mit der Zeit einfach wieder mehr wird. Und das nicht erst, wenn es komplett vorbei ist, wieder hochgeht. Jetzt haben sie einen Block kaputt gemacht. Na? Ich muss mir mal angucken, was sie denn eigentlich... alles so im Einzelnen dann zerstört haben, wo sie den Weg zu mir quasi am leichtesten sehen. Dummerweise werde ich noch sehr, sehr lange keinen Cobblestone machen können. Das heißt... oh! Okay, das Problem ist, ihr seid immer noch zu viele, als dass ich mit meinem lahmen Bein hier runterkommen könnte. Müssen noch ein paar weg. Der ist weg. Der kriegt noch einen in den Hintern. Und ich würde so gerne hier runter und die Pfeile einsammeln, aber... jetzt natürlich riskant. Was hat den einen rausgelockt? Ich treffe ihn nicht.
Er ist an Altersschwäche gestorben, würde ich mal sagen. Vielleicht ist ihm das Wasser nicht bekommen. So. Treffe ich den irgendwie nicht? Doch. Ich würde ja runtergehen und sie platt machen, wenn ich nicht so ein lahmes Bein hätte und nicht rennen dürfte. Ich werde eine Weile brauchen, um mich von dieser Horde zu erholen. Keine Pfeile mehr. Er ist voll der Igel. Aber dieser eine Block macht ihn zu schaffen. Selbst der Bär hat nicht so viele Pfeile gebraucht. Okay, den haben wir. Was haben wir noch? Bist du der Letzte? Dann würde ich es ja wagen. Aber ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich meine, es sind bestimmt noch mehr. Ey, du musst hier rauskommen. Oh, ich treffe ihn nicht. Jawohl. Das war's. Die Horde ist geschafft. Das ist für meinen Zustand echt gut gelaufen. Ja, ich würde sagen, weiter geht's in der nächsten Folge. Euch vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Channel für weitere desaströse Asia-Mod-Videos. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.